Heute für euch 10 Dinge, die die Filmzuschauer nicht über Neville Longbottom wissen. Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video werden wir uns mit den Harry Potter Büchern und den Filmen befassen und uns speziell auf Neville Longbottom konzentrieren. Wir werden uns genauer mit Nevilles Charakter auseinandersetzen und einige weniger bekannte Informationen über ihn enthüllen, die ausschließlich die Buchleser kennen dürften. Es handelt sich um Details, die in den Filmen nicht berücksichtigt werden. Wenn du die Bücher noch nicht gelesen hast, solltest du als nächste Schritte Folgendes tun. Erstens dieses Video zu Ende schauen und zweitens die gesamten Harry Potter Bücher besorgen und lesen. Ein wichtiger Aspekt, den ich hervorheben möchte, ist der Unterschied zwischen Nevilles Darstellung im Buch und im Film. Insbesondere im Film erhält Nevilles Charakter zu Beginn wenig Respekt, und das ist mir besonders in Erinnerung geblieben. Die Harry Potter Filme zeichnen sich durch ihre ernste und nicht sehr humorvolle Ausrichtung aus. Das heißt jedoch nicht, dass sie gänzlich auf Humor verzichten. Tatsächlich wird Neville Longbottoms Charakter im Film oft als komödiantische Figur präsentiert, die oft als Ziel von Späßen dargestellt wird und nicht immer den gebührenden Respekt erfährt. Dieses Bild ändert sich im Verlauf der Filmreihe, wenn Nevilles Figur an Tiefe gewinnt, aber es ist ein interessantes Merkmal, das hervorgehoben werden sollte. Abgesehen von dieser Darstellung unterscheidet sich Nevilles filmische Version in vielen Aspekten von seiner literarischen Vorlage, wobei viele Details seiner Persönlichkeit und Geschichte im Film nicht dargestellt werden. In diesem Video werde ich 10 solcher Unterschiede und Auslassungen beleuchten. Lasst uns also direkt loslegen. Voldemort hätte Neville beinahe Harry vorgezogen. Wenn du gut mit der Geschichte von Harry Potter vertraut bist, hast du wahrscheinlich von Sybil Trelawneys Prophezeiung gehört. Diese bedeutende Vision hatte sie, als sie sich um eine Stelle in Hogwarts bei Dumbledore bewarb. In dieser Prophezeiung sprach sie von einem Jungen, der Ende Juli geboren werden sollte und die Fähigkeit besaß, den Dunklen Lord persönlich zu besiegen. Was sowohl Dumbledore als auch Sybil Trelawney nicht wussten, war, dass Snape zu diesem Zeitpunkt ein Anhänger Voldemorts heimlich zuhörte. Und die genaue Prophezeiung lautete wie folgt: Der eine mit der Macht, den Dunklen Lord zu besiegen, naht heran. Jenen geboren, die ihm dreimal die Stirn geboten haben. Geboren, wenn der 7. Monat stirbt. Und der Dunkle Lord wird ihn als sich Ebenbürtigen kennzeichnen. Aber er wird eine Macht besitzen, die der Dunkle Lord nicht kennt. Und der eine muss von der Hand des anderen sterben, denn keiner kann leben, während der andere überlebt. Der eine mit der Macht, den Dunklen Lord zu besiegen, wird geboren werden, wenn der 7. Monat stirbt. Interessanterweise, als Snape lauschte, konnte er sich nicht vollständig an die Prophezeiung erinnern und gab Voldemort nur eine gekürzte Version wieder. Zudem war Harry Potter nicht der einzige Junge, der auf diese Prophezeiung zutraf. Die Prophezeiung beschreibt einen Jungen, der im Juli geboren wurde, und Neville Longbottom und seine Eltern erfüllten ebenso diese Kriterien wie Lily, James und Harry. Dennoch entschied sich Voldemort letztlich für Harry. Nummer 2. Augusta Longbottoms Anerkennung. Für diejenigen, die sich ausschließlich auf die Filme konzentriert haben, bleibt Nevilles Beziehung zu seiner Großmutter Augusta oft im Verborgenen. Tatsächlich war Augusta außerordentlich stolz auf ihren Sohn Frank Longbottom, Nevilles Vater. Dies führte dazu, dass sie hohe Erwartungen an Neville stellte und ihm sogar Franks Zauberstab gab, in der Hoffnung, dass er dessen Talent erben könnte. Paradoxischerweise schien dieser Zauberstab für Neville mehr hinderlich als förderlich zu sein. Dennoch war Augusta anfangs enttäuscht, als sie feststellte, dass Neville seinem Vater nicht ähnlich war. Ihre Meinung änderte sich jedoch radikal, als sie Nevilles Tapferkeit im Kampf gegen Voldemort und die Todesser erlebte. Nummer 3. Nevilles Eltern leben noch. In den Filmen wird nicht oft auf Neville Longbottoms Eltern eingegangen und der Eindruck wird erweckt, dass sie von Bellatrix Lestrange getötet wurden. Leser des Buches wissen jedoch, dass dies nicht zutrifft. Im Orden des Phönix besuchen Harry, Ron und Hermine Neville und seine Großmutter im St. Mungus Krankenhaus für magische Krankheiten und Verletzungen. Dort wird enthüllt, dass Nevilles Eltern noch am Leben sind, jedoch durch Bellatrix brutale Folter so schwer traumatisiert wurden, dass sie in einem Zustand des Wahnsinns leben. Trotz ihrer geistigen Abwesenheit besucht Neville sie jedes Weihnachten, um zumindest diesen Tag mit ihnen verbringen zu können, auch wenn sie ihn kaum noch erkennen. Nummer 4. Neville Longbottom bricht aus. Während der Schlacht von Hogwarts verdunkelt sich die Lage stetig. Als Harry fälschlicherweise für tot erklärt wird, entsteht eine angespannte Situation zwischen den verbliebenen Verteidigern von Hogwarts und den Todessern. In diesem kritischen Moment tritt Neville mutig hervor, eine Handlung, die Voldemort entschieden bestrafen möchte.
Er fesselt Neville mit einem Ganzkörperbindungszauber, setzt ihm dann den sprechenden Hut auf und versucht ihn anzuzünden. Eine grausame Strafe, deren Darstellung ich im Film gerne gesehen hätte. Zum Glück kann sich Neville jedoch aus dieser gefährlichen Lage befreien. Nummer 5. Squib. Die Longbottoms stammten aus einer talentierten Zaubererfamilie. Dies legte bereits in Nevilles Kindheit einen erheblichen Druck auf ihn, da er für eine gewisse Zeit keine magischen Fähigkeiten zeigte. Viele seiner Familienmitglieder kamen zu dem Schluss, dass er ein Squib sei, jemand, der trotz magischer Abstammung keine Zauberkräfte besitzt. Aufgrund dieser Annahme wurde Neville verschiedenen Tests unterzogen, einschließlich gefährlicher Situationen wie dem Hängen aus einem Fenster oder dem Sturz vom Ende eines Piers. Interessanterweise war es sein Großonkel, der ihm solche Prüfungen auferlegte. Es stellte sich jedoch dann heraus, dass Neville doch magisch war. Nummer 6. Kräuterkunde. Ein markantes Merkmal von Neville Longbottoms Charakter war zweifellos seine Leidenschaft und Geschicklichkeit im Fach Kräuterkunde. Trotz dieser Passion entschied er sich nach der Schlacht von Hogwarts für eine Karriere als Auror und zeigte sich in dieser Rolle als äußerst talentiert. Jedoch erkannte Neville mit der Zeit, dass das Auror-Dasein nicht seine wahre Berufung darstellte. Als ihm von der amtierenden Schulleiterin Minerva McGonagall eine Position in der Kräuterkundeabteilung von Hogwarts angeboten wurde, nahm er dieses Angebot direkt und dankend an. Nummer 7. Der Imperiusfluch. Im Feuerkelch nutzte der Todesser Barty Crouch Jr. den Viersafttrank, um das Aussehen des Aurors Alistair Mad Eye Moody anzunehmen. Mit diesem Tarnmittel sicherte er seine Lehrposition in Hogwarts und übernimmt den Unterricht im Fach Verteidigung gegen die dunklen Künste. In einer Unterrichtseinheit setzte Barty Crouch Jr. die Schüler dem Imperiusfluch aus, um ihre Reaktion darauf zu beobachten. Neville führte während dieser Zeit beeindruckende Akrobatik vor, die ihm unter normalen Umständen nicht möglich gewesen wäre. Aber das alles hören wir natürlich nur im Buch. Nummer 8. Slug Club. Professor Horace Slughorn leitete einen exklusiven Club namens Slug Club. Die Mitgliedschaft in diesem angesehenen Club wurde von Slughorn basierend auf bestimmten Kriterien ausgewählt. Personen oder Familien, die aufgrund ihrer Berühmtheit, ihres Erfolges oder ihrer Macht bekannt waren, galten als ideale Kandidaten für seinen Club. Nevilles Eltern waren für ihre Tapferkeit als zwei der herausragendsten Auroren ihrer Zeit bekannt. Daher erhielt Neville natürlich eine Einladung zum Club. In einer Szene sieht man Neville bei Slughorns erstem Treffen am Tisch sitzen und essen. Im Film hingegen wird Neville bei einer späteren Zusammenkunft als Kellner dargestellt. Obwohl Neville nicht erneut zum Club eingeladen wurde, war es eine ungewöhnliche Entscheidung der Filmemacher, ihn in die Rolle eines Kellners zu setzen. Nummer 9. Voldemort. Während der Schlacht von Hogwarts zeigt Neville erheblichen Mut, indem er unerschrocken auf Voldemort zugeht, ohne sich vor möglichen Konsequenzen zu fürchten. Im Film reagiert Voldemort darauf mit Spott, indem er Neville auslacht und bemerkt, dass er mehr bzw. Besseres erwartet hätte. Im Buch verläuft die Szene ein wenig anders. Anstatt sich über Neville lustig zu machen, versucht Voldemort, ihn für seine Sache zu gewinnen. Er lobt Nevilles Mut und Tapferkeit und betont, dass er aus einem edlen Haus stammt. Voldemort sieht in ihm einen potenziell wertvollen Todesser und erklärt, wir brauchen Leute wie dich, Neville Longbottom. Die filmische Darstellung dieser Szene stellt Nevilles Charakter in einem ungünstigeren Licht dar. Nummer 10. Fluffy. Im Buch Harry Potter und der Stein der Weisen lernen wir Fluffy kennen, Hagrids monströsen dreiköpfigen Hund. Dieses Wesen ist ein Hindernis, das aufgestellt wurde, um den Stein der Weisen von Nicholas Flamel zu schützen. In einer Nacht streifen Harry, Ron und Hermine durch die Gänge von Hogwarts und versuchen vorsichtig, dem Hausmeister Argus Filch auszuweichen. Dabei treffen sie zum ersten Mal auf Fluffy. Nach ihrer knappen Begegnung mit Fluffy scheinen Harry, Ron und Hermine die einzigen Schüler zu sein, die von Fluffys Existenz wissen. In den Büchern ist die Situation jedoch etwas anders. Im Buch begleitet Neville das Trio, da er aus dem Gryffindor-Turm ausgesperrt wurde. Da er bei ihnen ist, bekommt Neville auch den riesigen Hund Fluffy zu sehen und ist davon ebenso traumatisiert wie die anderen. Harry, Ron und Hermine müssen Neville überreden, Stillschweigen über diese Begegnung zu bewahren. Und das war's mit diesem Video. Was denkt ihr darüber? Habe ich irgendeinen Unterschied vom Buch zum Film über Neville Longbottom vergessen? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.